Zähne nicht mehr leisten kann, weil die Zahnarztrechnung so ist. Das ist was, das betrifft Arme, das geht bis weit in die Mitte, bis hin zu Leuten mit einem besseren Einkommen. Oder ein Thema wie Dispozinsen. Das betrifft Leute in Hartz IV, Studierende, Selbstständige, kann sogar also auch mal einen Abgeordneten treffen, ja, wenn auch immer die Steuer zuschlägt oder so. Ja. Also das ist halt ein Thema, was viele betrifft. Aber es ist auch ein Thema, wo man verdeutlichen kann, wie in dieser Gesellschaft mit zweierlei Maß gemessen wird. Weil ein normaler Sparer, wenn der mal Schulden macht und überzieht, hat sofort Dispozinsen im zweistelligen Bereich. Wenn man eine Bank ist und richtig Großzinsen macht, weil man auf dem globalen Finanzcasino sich verspekuliert hat, kann man Glück haben und kriegt bei der EZB Geld zu einem Zinssatz von 0,75%. Das zeigt doch irgendwie, wie mit zweierlei Maß in dieser Gesellschaft agiert wird. Und solche Punkte wollen wir also wie sozusagen in einem Brennglas Ungerechtigkeiten benennen. Und ein weiteres Thema, wo man sagen kann, es gibt eine gemeinsame Klammer zwischen ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, ist das Thema Stress. Also es gibt ja keine Frauenzeitschrift, und ich glaube, inzwischen hat es auch die Männerzeitschriften erreicht, wo nicht über Stress geredet wird als Volkskrankheit, und dann wird so der Eindruck erweckt, wenn man nur genügend Lavendeltee trinkt und Yoga macht, dann ist das Problem weg. Das Problem ist, also nichts gegen Yoga, kann jeder machen, das Problem ist, es lässt natürlich eine Sache außen vor. Es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung, zum einen Beschleunigung, aber auch einen Wandel in der Arbeitswelt, die du nicht einfach mit Lavendeltee wegtrinken kannst. Und dieser Stress hat ganz unterschiedliche Gesichter. Das wie im DGB-Index herausgefunden, inzwischen 20% aller Beschäftigten machen jede Woche 10 und mehr Überstunden. Ja? 2/3 aller Beschäftigten haben das Gefühl, sie müssen in der gleichen Zeit immer mehr leisten. Aber Stress betrifft auch Menschen, die aufs Jobcenter oder auf irgendein Amt müssen und das Gefühl haben, sie sind dort einer Schikane, einer Willkür ausgesetzt. Ja? Stress kann aber auch Solo-Selbstständige am Laptop treffen, die einfach Angst haben, wenn ihre Erfolgsstrecke nicht weitergeht, dass sie in bodenloser Altersarmut fallen. Also das ist so was Übergeordnetes, und hier sagen wir, gibt es so ein paar Ansätze, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung. Auf ganz klassisch, gewerkschaftliche Art und Weise, die kollektive Arbeitszeit verkürzen, aber eben auch auf eine vielleicht eher ja, selbstbestimmtere Form in Form von Sabbaticals. Beides zusammen kann ein Schutzfaktor gegen Stress sein. Oder halt zu sagen, also die Idee, die ich hatte mit diesem Elternbonus im Urlaubsgeld, also wie auch immer, auch deutlich zu machen, wir benennen Probleme, aber dahinter steht unser Kampf für ein gutes Leben, und es ist wichtig, denn wir haben nur ein Leben und das sollten wir uns weigern aufzugeben. Und natürlich gehört dazu auch eine eigene Praxis. Bernd und ich, wir hatten vor wenigen Tagen eine Massentelefonkonferenz mit Kreisvorsitzenden aus Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Und ein Punkt, den man uns da aus dem Saarland wie aus Mecklenburg mit auf den Weg gegeben hat, und wenn sich die beiden Länder einig sind, dann ist man gut zu raten, als Vorsitzender sich das zu eigen zu machen, war nämlich, sie wollen auf dem nächsten Bundesparteitag mehr Zeit für einen Austausch miteinander. Nicht nur, dass man nebeneinander sitzt und sich beim Delegiertenkarten hochheben zuguckt, sondern sie haben gesagt, wir brauchen einen Abend, wo wir trinken oder miteinander tanzen können. Und liebe Genossen und Genossen, das ist sehr schwer bei den Zeitplänen, aber ich bitte euch, unterstützt uns da, dass wir das hinbekommen. Das ist ein großes Ziel von Bernd und mir, zu sagen, mindestens ein Abend muss für den geselligen Austausch da sein. Da darf man nicht bis nachts um eins arbeiten müssen. Arbeitszeitverkürzung muss man auch selber praktizieren. So, und nun komme ich zum Schluss. Ich will noch sagen, für den Wahlkampf ist eine Sache ganz klar, den Wettbewerb um die meisten Großanzeigen, um die meisten Plakate, den können wir nicht gewinnen. Wir haben einfach deutlich weniger Geld als alle anderen Parteien. Wir kriegen auch nicht die großen Spenden aus der Industrie. Umso wichtiger ist es, dass wir den Wettbewerb und die mit den besten Argumenten auftretenden, um die motiviertesten Mitglieder und Wahlkämpferinnen gewinnen. Unsere Hauptbotschafter im Wahlkampf, das sind unsere Mitglieder, das ist ganz wichtig. Deswegen wollen wir den Mitmachwahlkampf, und es setzt natürlich auch voraus, dass wir viele Mitglieder werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mit unseren Eintrittsformularen umgehen, als ob es so Bückware wäre. Ne? Also hier muss ich das ja nicht erklären, Bückware. Im Parteivorstand habe ich es neulich erklärt. Das war das, wo man zu DDR-Zeiten beim Verkäufer fragen musste. Und es wurde dann noch, es gibt doch einige, also wo man das dann so unter der Theke hervorholen musste. Das gab es eine auch spezielle Nachfrage. Und ich finde, Eintrittsformulare sind keine Bückware. Wir können damit offensiv vorgehen. Ich habe das neulich in Dortmund, wo es gerade nicht so einfach ist, auf dem Marktplatz probiert. Da hat mich niemand jemand angesprochen. Podiumsdiskussion auf dem Marktplatz. Ja, warum gibt es denn so viel Streit in Ihrer Partei? Sie müssen doch zusammen sich dafür und dafür einsetzen. Dann haben sie gesagt, ja, richtig. Das Problem ist, wir haben so wenige Mitglieder, die so denken wie Sie. Aber diese Unterlassungssünde kann man heilen. Ich habe einen Mitgliedsantrag dabei.
Und das Ergebnis war, dass am Ende 5 Leute kamen und das wollten. Da mussten wir uns dann tatsächlich nochmal bücken und die Geheimvorrede der Eintrittsformulare holen. Also liebe Genossinnen und Genossen, deswegen meine Bitte, die beste Form, sich vorzubereiten für den Wahlkampf, ist in den nächsten Wochen Mitglieder zu werden. Hab vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion mit euch.